Heute kommen wir zu der Auflösung des Videos über Handwerkkunst, über dieses Armband und was das mit mir gemacht hat. Also, dieses Armband, das ist mit einer Knüpftechnik hergestellt. Man nennt das Makramee. Und den Begriff habe ich schon mal gehört, weil auch die Hanna schon seit 2 Jahren, glaube ich, so mit Makramee arbeitet und auch wunderbare Ketten herstellt. Und entsprechend, ja, war mir das schon ein Begriff. So, und ich hatte dieses Armband gekauft. Wer das Video nicht gesehen hat, warum das so bedeutsam war, dieses Armband, dem verlinke ich das nochmal oben oder unten in den Infobox oder schaut einfach in den Videos nach, was ja die letzten paar Tage gekommen ist, da ist es da drunter. Und es hat eine ganz besondere Bedeutung für mich gehabt und ich wusste nicht in dem Moment, was das für eine Bedeutung für mich hat. Und ja, es hat was ausgelöst. Es hat das ausgelöst, was lange verborgen war. Und das ist meine persönliche Affinität zu Handarbeit. Ich hatte, wo ich in der Schule war, da gab es bei uns die Wahl zwischen Werken und Handarbeit. Und dort war ich der einzige Junge, der Handarbeit gewählt hat. Ich habe alle Jungs haben Werken gemacht und alle Mädchen, bis auf 2, haben Handarbeit gemacht. Die sind dann in den Werken reingegangen. Ja, und ich hatte Handarbeit und das war meine einzige Eins, die ich dieses Jahr hatte. Und ich habe, wenn ich mir an meine Kindheit erinnere, dann ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis, dass ich bei meiner Oma saß und mit ihr zusammen gestrickt, gestickt, gehäkelt, diese Perlenuntersätze gemacht habe für Töpfe und bin ich total aufgegangen. Und irgendwann im Bereich des Systems kam es dann irgendwann dazu, dass ich halt mich nicht mehr damit beschäftigt habe. Was wollte ich denn als 10, 12, 14-Jähriger, ich komme in die Pubertät, mit dieser Handwerkskunst? Das ist überhaupt nicht gefördert. Ja? Und als Junge, dann sind wir wieder bei diesem Klischees, was immer noch gefördert wird, Junge und Mädchen. Was wäre denn gewesen, wenn ich, heutzutage ist das schon ein bisschen anders, aber damals, wenn ich zu meinen Freunden gegangen wäre und gesagt, hey, ich habe mir total einen geilen Topfuntersetzer gestrickt. So. Ja? Könnt ihr euch selber ausdenken. Zumindest die Leute, die vielleicht jetzt, sagen wir auch schon vom Alter her über 20, 30 Jahre alt sind, die wissen da genau, was dann passiert. Ne? Heutzutage, also bin ich mir recht sicher, dass man das auch wertgeschätzt wird. Heute ist man viel offener. Aber damals war das noch so. Und ich habe das dann verloren. Ich habe es einfach verloren, meine Liebe zu der Handwerkskunst. Weil es wird ja nicht nur in der Jugend dann nicht gefördert, sondern auch generell. Und deswegen hatte ich auch das vorige Video gemacht, ist es dann so, so ein Topfuntersetzer, den kann ich mir für 99 Cent bei, keine Ahnung, Taco oder so, diese Textildiscounter, kann ich mir den kaufen. So, das sieht ungefähr genauso aus. Und wenn man einfach den Topfuntersetzer so sieht und sagt, das sieht genauso aus, der kostet 99 Cent und so ein handgemachter, der kostet dann irgendwie, weiß ich nicht, 23 Euro, dann sagt man, ja, warum soll ich den für 23 Euro kaufen? So, und dieses Denken und viele andere Dinge, die von unserem System uns so aufgesetzt werden und was völlig normal ist, wenn ein System funktionieren will, muss es immer so ein bisschen eine Agglomeration haben, muss immer so ein bisschen zusammenfassen und muss immer ein bisschen so abstrahieren, damit so ein System am Laufen ist. Aber das kann man auch. Ich finde das System gar nicht so schlecht, in dem wir leben. Aber wir dürfen unsere Individualität nicht verlieren und das Wertschätzen der eigenen individuellen Energie über das System stellen. Weil das System ist für die Grundfunktionalität verantwortlich. Genau wie bei uns, dass wir atmen müssen. Aber was wir damit machen, mit diesem Leben, dass wir durch die Atmung erzeugen, ob wir da was sehr, sehr Befruchtendes macht für die Erde oder ob man eher eine Arbeit nachgeht, die der Erde schadet zum Beispiel, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Und ich habe nun mich dafür entschieden, dieses Handwerk wieder aufzunehmen. Und ich habe natürlich, nachdem ich dieses Band gekauft habe, habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, hey, das hat mich einfach angesprochen. Da muss ich irgendwas machen. Und ja, und ich habe dann im Endeffekt darüber nachgedacht. Sollte ich das starten? Das ist ja auch eine Kostenfrage. Also die Bänder und die Steine und die ganzen Sachen, das kostet ja alles Geld. So, wenn man damit anfängt, klar, dann kauft man zuerst die Bänder und dann, aber trotzdem geht das weiter. Aber ich habe so einen starken Drang für mich und spüre den, dass ich unbedingt da reingehe. Ich möchte dieses wieder für mich in mein Leben integrieren. Und ich habe das in mein Leben integriert, die letzten 2 Wochen. Und
muss sagen, ich habe so froh, dass ich meiner Intuition gefolgt bin. Und ganz schwierig, muss ich mal sagen, Intuition, wenn das Menschen hören, die nehmen das oft als Rechtfertigung zu sagen, okay, ich folge auch meiner Intuition, ich mache jetzt das und das. Oftmals ist Intuition einfach nur eine Konditionierung. Siehe dazu auch mein Video, wo es darum seinen Traumjob geht. Also dieses ganze digitale Nomadentum, YouTube, Facebook, Influencer-Zeug, das ist so gepusht und das wird so ja, nach oben getragen in die Bewusstheit der Menschen, dass man heutzutage sehr viele, insbesondere junge Menschen, aber auch ältere, sieht, die sagen, hey, ich möchte Influencer werden. So. Und das ist nicht für jeden. Das ist wirklich nicht für jeden. Nicht, weil ich irgendwie jetzt exklusiv, aber ey, das ist mein, wir können da jetzt nichts sonst, sondern es ist einfach von der Art der Arbeit. Es ist eine, wie jede Arbeit auch, was ganz, ganz Spezielles. Man muss sehr, sehr selbstständig, wirklich sehr, sehr selbstständig sein. Man präsentiert sich der Öffentlichkeit und damit halt auch immer so eine gewisse Form ja, Polarisierung, weil man gerade jetzt in dem Thema Bewusstheit und wo ihr wahrscheinlich alle so ein bisschen noch ein Steckenpferd habt, da tut man natürlich auch immer ein bisschen Reibung erzeugen. Und das gehört dazu und das muss man dann mit einem Lächeln annehmen und sagen, okay, ja, ich will auch nicht zu weit ausholen. Deswegen Intuition ganz klar von Konditionierung unterscheiden. Ne? Das eine ist konditioniert zum Beispiel jetzt mit diesem ganzen, oh, 9 to 5 ist blöd. Und also einen Job, einen ganz normalen geregelten Arbeit nachgehen, Arbeitnehmertätigkeit und Selbstständigkeit ist das Nonplusultra. Habe ich schon viele Videos gemacht. Ja, und diese Intuition hatte ich und der bin ich gefolgt und mittlerweile bin ich, auch wenn ich jetzt dadurch, das so ein bisschen Geld gekostet hat, bin ich aber total froh, dass ich das gemacht habe. Es hat mein Leben unglaublich bereichert. Und nicht nur deshalb, weil vor 2 Tagen das ganze Internet von Tag nicht da war, habe ich noch nie erlebt, bei Primacom. Und ich einfach überhaupt kein Problem hatte. Obwohl ich normalerweise sehr viel Zeit im Internet in Recherche verbringe, also Videos. Ja gut, Videos schneiden ist jetzt nicht Internet, aber dann lädt man sich doch mal irgendwie was runter für die Videos, ein Bild oder Inspiration. Und Internet ist eigentlich allzeit präsent bei mir, wenn ich hier in der Wohnung bin. Und ja, und das war überhaupt kein Problem. Da habe ich halt einfach neue Kette gemacht, habe schon was ausprobiert. Das ist auch das Schöne, man kann so kreativ sein. Kreativität ist so wichtig. Ich habe ein Video dazu gemacht. Kreativität, das hält auch jung, das tut das Gehirn auch etwas Neues zu lernen. Gerade wenn man eben nicht mehr 15 ist, sondern wenn man halt dann schon, sage ich mal, ja, über 20, über 30 ist, über 40, 50. Umso älter man ist, umso wichtiger ist es, neue Dinge zu lernen. Deswegen, wenn jemand sagt, ja, mit 70 solltest du kein Klavier mehr lernen, es ist so ein falscher Ansatz. Du kannst, einer hat mit 90 noch Klavier gelernt. Innerhalb von 2 Jahren spielt es super Klavier. Gibt es ein YouTube-Video zu. Könnt ihr mal googeln. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, immer auch was Neues zu lernen. Und ja, ich bin so zufrieden, dass ich damit angefangen habe und werde auch dabei bleiben. Und natürlich meldet sich dann irgendwann so, ja, auch der Verstand, weil wenn du mir das sehr viel Zeit verbringst, aber selber jetzt nicht über unendlich viel Geld verfügst, über Sicherheiten verfügst, dann sagst du dann halt irgendwann, ja, ne, ich mach das überhaupt Sinn, ökonomisch? Und da kann ich jetzt schon sagen, nein, das macht keinen Sinn ökonomisch. Das macht keinen Sinn ökonomisch, aus vielen Gründen. Also wenn man davon ausgeht, ich mache jetzt irgendwelche Ketten und Makramee und mache die halt nicht nur für mich, sondern weil wenn du da Spaß dran hast, dann sammelt sich das halt irgendwann an und dann fängst du das an zu verkaufen, dann, ja, dann wirst du nicht auf einen grünen Zweig kommen. Also ich kenne ja doch ein paar Leute jetzt, die das machen und ja, da wirst du nicht nur nicht reich davon, sondern du wirst auch nicht deinen Lebensunterhalt davon bestreiten können. Also unter normalen Umständen. Wenn du besonders talentiert bist, hast du immer die Möglichkeit, ne? Aber das ist halt so bei solchen Produkten der Handwerkskunst, dass du, die sind nicht skalierbar wie digitale Produkte. Bei meinem Buch, das habe ich jetzt einmal geschrieben, dieses zum Beispiel das Erfolgreichste, das ist dieses Rohkost vor Low-Cost, das habe ich einmal geschrieben und mein Leben lang werde ich dadurch Geld verdienen, weil ja, der Sinn des Buches, dass man für 50 Euro vollwertig im Monat leben kann, nur ausschließlich mit gekaufter Rohkost, das ist für viele Menschen überhaupt nicht denkbar. Und ja, das ist beliebig skalierbar und ja, das geht einfach. Auch einmal erstellt, muss nichts mehr machen. Bei so einem Band, also wenn ich hier so ein Band erstelle, jetzt hier wie dieses, das habe ich dann jetzt hier einmal erstellt, ne? Das erstelle ich und ja, dann verkaufe ich das einmal. Und so ein Band, also auch von dem Preis her, also du kannst froh sein, wenn du, sagen wir mal, für 5 Euro oder vielleicht
10 Euro die Stunde das berechnen kannst als Verkaufspreis plus die Materialkosten und das dann verkaufst. Weil dann ist so ein Band da locker bei 30, 40 Euro mindestens dabei. Und so ein Band kriegst du maschinell produziert. Gut, das Makramee, das kriegst du gar nicht so einfach maschinell produziert hin, weil diese Knüpftechnik halt nichts ist, was die Maschine so machen kann. Die machen das eher mit so strickmäßig und wie so Stickerei. Und da sieht das auch ein bisschen anders aus. Und das erkennt man schon auch, dass es sehr individuell ist, so ein Makramee-Band, weil da immer ein paar Feinheiten anders sind. Und ja, aber da zahlst du halt, weiß ich nicht, 10, 15 Euro oder so. Und das ist halt schon ein großer Unterschied. Und ja, deswegen, ökonomisch macht es keinen Sinn für mich. So, aber ich spüre dabei eine unglaubliche Befriedigung. Und ich kann damit wahrscheinlich auch viel Freude schenken. Und ja, und mal sehen, ja, vielleicht auch was verkaufen und nebenbei verdienen. Aber ökonomisch macht es keinen Sinn. Aber es muss es auch nicht. Es muss nicht alles ökonomisch Sinn machen. Man muss natürlich dann halt schauen, dass ich halt ja, den Fokus weiter auch darauf lege, dass ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das heißt, dass ich meine YouTube-Videos machen kann, dass ich die Bücher weiter schreiben kann. All die Dinge, die damit verbunden sind, auch meine Vorträge jetzt, die ich offline halte. Der nächste übrigens, falls das Video bis dahin gesendet ist, das glaube ich, das ist ich jeweils am 28. am 29. in Speyer ist die Revolution, das ist die Rohkost, die größte Rohkostmesse in Deutschland. Und da werde ich jeweils an einem Tag einen Vortrag halten. Und es geht auch da wieder, wie das ganze Jahr, seit ich jetzt bei der Revolution, habe ich ja fast jede Revolution mitgenommen, auch wieder das Thema preiswerte Ernährung, ein paar Tipps, ein paar Anregungen. Werden auch diesmal, glaube ich, zwei neue Tipps mit dabei sein, die noch nicht im Buch stehen, die dann im Teil 2 von Rohkost for Low Cost mit stehen werden und die sich auch in den Videos wahrscheinlich auch irgendwo wiederfinden werden. Und ja, da muss man halt einfach ja, den Fokus, man kann dann halt nicht komplett das machen, aber nicht komplett heißt, dass ich trotzdem ja, jeden Tag bestimmt 3-4 Stunden damit verbringen kann und ja, das befriedigt mich sehr, muss ich sagen. Ein Vorteil auch von so Handarbeit ist auch, dass es sehr, sehr leicht fällt bei so Handarbeit in eine, weil du musst ja gewisse Bewegungen immer wieder machen, das ist was relativ Einfaches und das ist wie so eine Meditation. Das ist, du kreierst was, aber du bist auch dabei. Also im Sinne von, du bringst dich da energetisch in dieses Produkt mit ein, ohne darüber nachzudenken, sondern du fühlst das, du bist das. Das ist einerseits gut für sich selber, dass man eben mal von den Gedanken, die man vielleicht hat, weg ist. Die Problematik habe ich jetzt nicht so sehr, weil ich schon dieses Gedankenfreie sehr lange kultiviert habe für mich und in mein Leben integriert habe und das wunderbar ist. Ich merke das nur hier, ist es automatisch da. Und zum anderen ist natürlich das auch für das Band oder für das, was du kreierst. Du tust ja nicht nur mechanisch was zusammen machen, sondern du tust auch Liebe und Energie mit reinbringen, gerade wenn das Freude macht. Und wenn das jemand trägt, dann spürt er das wahrscheinlich auch, entweder bewusst oder unbewusst. Also davon gehe ich aus, weil ich das selber erlebt habe. Und ja, und das hat halt auch so einen meditativen Charakter und auch wunderbar. Und ich würde das gerne, ja, habe natürlich auch gleich wieder so den Gedanken, hey, ich möchte das teilen, genau wie ich das jetzt mache im Video. Ich möchte das teilen, ich möchte, ist das jeder. Ist vielleicht nicht für jeden was geeignet oder schön, aber ja, einfach jeder soll seine, gerade weil das so ein Ding ist, weil wenn du das kaufst, das ist halt echt wahrscheinlich sehr teuer, wenn du das so handwerksmäßig kaufst, wenn es jemand gemacht hat, weil da halt so viel Energie drin steht. Aber es kann ja jeder selber machen. Ne? Es kann ja jeder selber machen. Und viel billiger produzieren, seine Arbeit dann reinstecken und vor allem sich auch individuell damit ja, ein Hobby schaffen und individuell auch selber Freude schenken. Ich habe die ersten Armbänder jetzt hier an Freunde und Bekannte einfach verschenkt, weil es einfach Freude macht und ich sage, oh, das ist meine Farbe, das steht mir total gut und dann verschenke ich das. Und so kann man Freude in die Welt bringen und das möchte ich natürlich auch unterstützen. Und entsprechend überlege ich tatsächlich, also ich werde auf jeden Fall so Tutorials machen hier auf diesem Kanal. Ja, das ist halt die Frage jetzt hier auf diesem Kanal. Ich werde auf jeden Fall Tutorials machen. Hier auf diesem Kanal? Fragezeichen? Weil das schon was ganz Spezielles ist. Und ich überlege derzeit, ob ich das an den eigenen Kanal mache, nur wo es darum geht, da bin ich auch nicht irgendwie im Vordergrund, ich werde da gar nicht zu sehen sein, ich werde es dann einfach nur, weil ich habe ein paar Videos auch bei YouTube gesehen, da gibt es ein paar schöne Videos, aber es gibt keinen einzigen Makramee-Kanal, der wirklich das Step-by-Step inklusive der Anfang, der Ende,
Exakt, wirklich auch die Größen, zum Beispiel, wenn ich so und so viele Bänder nehme, wie groß wird das Armband? Also man schreibt auf so, ja, nehmt so und so viele Seile, aber dann steht halt nicht da, für welches Handgelenk. Ne? Das ist dann meistens ein kleines Darmarmband. So. Und dass man das dann halt dann macht und auch wie das gemacht wird, oft nicht richtig zu sehen und alles, auch die Arbeitszeit, also wirklich so ein richtig geilen Tutorial-Kanal für Makramee von Anfang bis Ende. Auch wie man sich vielleicht so ein Brett bastelt hier und warum man so ein Brett braucht oder nicht braucht, aber was da der Vorteil dran ist. Einfach auch und vor allem, ich würde es halt, viele dieser Kanäle sind aufgrund der Möglichkeit, dass man das natürlich sehr leicht auch Englisch machen kann, weil es dann halt auch mehr Leute sehen und weil viele ja auf jeden Fall den Fokus haben, internationaler Raum und so weiter, weil mehr Leute, Skalierbarkeit, digital so. Ich würde es, glaube ich, ganz gerne einfach nur in Deutsch machen. Und es gibt so viele Menschen und auch von der Mentalität her, in Deutschland ist das, glaube ich, gerade so dieser Bezug zu etwas Unproduktivem nicht so stark. Und ich glaube, dass ich das wahrscheinlich einfach nur in Deutsch machen werde. Vielleicht mit englischen Untertiteln oder sowas, dass jemand, der Englisch ist, da. Aber weiß ich nicht. Also überlegen halt noch, ob ich überhaupt einen eigenen Kanal mache. Aber es würde halt so gut passen. Es passt halt so gut in den Flow rein. Ich bin total begeistert. Wer das nicht kennt, das ganze Makramee, das ist einfach eine Knüpftechnik. Ich verlinke euch mal ein Buch, ein gutes Tutorialbuch und auch so einen speziellen Garn, den man dafür nimmt, weil da kann man nicht alles nehmen. Also man kann schon alles nehmen, aber für diese Sachen, die man, die so filigran sind und die auch, sag mal, gut abschließen und nicht irgendwelche Knoten oder sonst was, wie man das von Freundschaftsbändern kennt, da braucht es spezielles Garn. Ich verlinke euch das mal beides unten, damit ihr das mal, ja, das, wenn ihr jetzt angestarrt seid, vielleicht das Buch und das Garn, wenn ihr wollt, das kauft und gleich loslegen könnt. Aber müsst ihr nicht, ne? Ich wollte es einfach nur, dass ihr das wisst, weil ich habe am Anfang den Fehler gemacht, ich habe das falsche Garn gekauft. Das war eins, was man nicht abbrennen konnte und damit musstest du die Enden knoten und das Band ließ sich auch nicht so gut verarbeiten, weil das nicht gewachst war und so gut. Also es gibt da halt eben so spezielle Bänder. Man kann das theoretisch, Knüpftechnik natürlich auch mit einem Sisalband aus dem Baumarkt machen. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe das gesehen, sofort aus dem Baumarkt so ein Sisalband gehabt und ja, dann mein erstes Ding gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das hier war. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das sieht. Dieser Rumsen hier. Ja, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Auf jeden Fall. Ja, oder ich glaube, auf meinen Bett habe ich irgendwie so ein, ja, hier, so aus ganz normalem Bindfaden ist gemacht, weil ich einfach begeistert bin. Das geht mit allen. Aber so schöne Schmuckstücke oder sowas zu kreieren, dazu braucht es dann halt schon ein entsprechendes Band. Ja, ich bin begeistert. Bin begeistert über mein neues Hobby und möchte das teilen, dass ich da sehr viel Zeit jetzt gerade reinlege. Ja, kleinen Dank auch noch an Hannah, die hat mir, ich war so begeistert und bin dann zum Rainbow gefahren für 2,5 Wochen und hatte halt nur meinen Bindfaden gehabt, den ich hier hatte und hätte er mir gewünscht, habe mir dann so schon bestellt und wusste, dass das kommt, aber beim Rainbow hast du viel Zeit, dich mit dir zu beschäftigen und da habe ich Hannah gefragt, weil ich ja weiß, dass sie das macht, ob sie mir da vielleicht ein paar Rollen gibt und so auch ein kleines Tutorial, vielleicht für ein erstes Band oder so und ja, und dann hat mir Hannah dann tatsächlich ein paar Rollen gegeben und so als erste Band so, was man so machen kann, so auch gezeigt und ja, da hatte ich so einen kleinen Startschuss und dann habe ich natürlich bei YouTube ganz viele Tutorials aufs Handy runtergeladen, das konnte ich mir dann mobil anschauen und dann halt mir selbst dann Stück für Stück aneignen und mittlerweile habe ich auch schon 2 Ketten gemacht, ganz individuell, weil das ist ja so schön, man kann halt kreativ sein, ich hatte das schon gesagt und ja, also Makramee, richtig geil, ja, habt ihr Erfahrungen damit und ja, zum Thema Handwerkskunst habe ich ein eigenes Video gemacht. Heute geht es wirklich um mich, um meine Freude und um euch und eure vielleicht Freude, die ihr mit dem Thema Makramee gehabt habt. Schreibt es in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, euer Samuel.